So, da sind wir auch wieder zurück. Neuer Tag, neuer Shop. Und heute der Shop wird gigantisch. Also nicht von dem, was drin ist. Für den einen oder anderen ja, für den einen oder anderen auch nö. Aber er ist einfach riesengroß. Und dann natürlich erstmal von mir ein riesengroßes Dankeschön an alle, die gestern im Stream dabei waren, bei den Custom Games. Also es macht halt echt wieder Spaß, mit so vielen Leuten zusammenzuspielen. Und es kommt mal der vorbei und der vorbei. Ich sage, ich bereue schon irgendwie, dass ich ein bisschen inaktiv geworden bin, was Fortnite an sich betrifft, auch generell was YouTube betrifft. Ja gut, so ist es halt. Aber ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein in den Shop, weil hier gibt es wieder einiges zu sehen. Und keine Panik, ich gehe nicht auf alles ein, sonst wird das Video wie das eine Shop-Video 17 Minuten dauern, weil inzwischen, ich habe eben mal nachgezählt, es sind 28 Skins. Wir haben 28 Skins einfach heute im Shop. So, dann gehen wir mal rein. Das Fortnite Crew Paket dürfte klar sein. Gold Midas, die Frau ist auch noch drin. Joker Paket ebenfalls noch drin. Dann Loser Crew Paket. Des Weiteren Ninja. Dann Laser Beam. Dann The Crew G. Dann das Lachladen Paket. Dann natürlich immer noch alle TikTok Emotes. So, dann gehen wir mal. Das war es noch nicht. Also oben drüber geht es noch deutlich weiter. Also bleibt frisch dran. Dann haben wir das Yeah mit Emote. So, des Weiteren ist Budgie. Ich denke mal, sie heißt Budgie. Ja, ich weiß, ich mag diese Haare nicht. Ich finde sie einfach furchtbar. Der Friseur, der gehört definitiv, der gehört verklagt. Der Friseur-Salon zumachen. So, dann Musik. Die gingen auch an mir vorbei. Was kommt? Ich habe sie noch nicht gehört. Ja, fängt die auch an. Das ist die Musik. Ah ja. Ist schon klar. So, Wappen des Champions, Grüße gehen da auch raus, ist jetzt im Besitz. Ich sage, irgendwann habt ihr mir echt den ganzen Shop gekauft. Vielen, vielen Dank für den Support natürlich. Dann Jubelstimmung, auch danke dafür. Und mutige Haltung ist heute als Emote mit drin. So, das hatten wir schon. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gern Creator Code YT-FamilyHack. Danke an die 24 Leute, die ihn eingetragen haben. Grüße gehen da raus. So, dann geht es weiter. Das Ernte-Fülle-Paket. Ganz ehrlich, ich kenne dieses Paket nicht. Das war anscheinend genau in der Zeit, wo ich nicht da war. Weil jeder Skin, der ist irgendwie krank. Auf den kam ich habe eben schon mal reingeguckt, auf den kam ich überhaupt nicht klar. Aber ist trotzdem irgendwie nice. So, dann haben wir Echo mit drin. Mit passendem Rücknasswar, natürlich auch mit einer Pickaxe. Dann der Echo Jet. Ah, dann die Echo Tano. Und dann haben wir die weibliche Variante, die Krimor. Die ist auch an mir vorbeigegangen. Ah ne, doch, die kenne ich. Die kenne ich. Ja, die Mütze ist echt krank. Eine kleine Hexe. So, dann Hacke der Verdammnis. Also ganz normale Hacke. Totenschütze ist auch wieder mit drin, mit passendem Rückenaccessoire. Dann die Spektralsense. Die ist halt schon nice. Die Sense, also der Skin mit der Sense ist schon nice. Also das wäre auch so eine Kombi, die würde ich dann auch spielen. Dann Welle des Todes. Und der Echo. So, weiter geht's. Jetzt kommen, ihr habt es ja schon am Thumbnail gesehen, die ganzen Jäger kommen. Und haltet euch fest, wer alles dabei ist. Einmal Snack Eyes. Kratos ist dabei, Terminator ist wieder komplett dabei, dann natürlich Master Chief, Walking Dead dabei, Alien dabei und die Street Fighter. Also wir haben heute wieder so viel alte Sachen drin, in Anführungszeichen, die aber auch gut sind, um Gottes Willen. Also hier bei dem Skin, da werde ich echt schwach. Ihr wisst selber, ich gucke Walking Dead, aber oh, ich muss stark bleiben. Ich muss einfach stark bleiben. Also,
Das war es auch schon wieder mit dem Shop. Ich sage, ich will nicht mehr auf alles eingehen, weil es wird einfach zu viel. Sonst habe ich hier wirklich wieder ein 20-Minuten-Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, wer Bock hat, bei den Custom Games heute mitzumachen, einfach vorbeischauen, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, euch noch viel Spaß. Aber wartet, eine Sache war noch. Zack, wir müssen raus. Einige haben mich gefragt, wieso der Namer-Skin kommen soll. Guckt euch wirklich mal hier diesen Fußball an. Dann die Nummer 10 mit, klar, ist wie so ein Roboterarm. Dann da die Nummer 10. Also es kommt schon nah hin. Und Fortnite Brasil hat nämlich auch auf Twitter ein paar Sachen gepostet. Mit Fußballplatz und Neymar, Lame mit den Haaren in der Mitte vom Kopf. Also ich denke mal schon, dass da was kommt. Also in dem Sinne, euch noch viel Spaß und haut rein.